Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unserem Preußen Adler von Preußen Münster, zurück in der dritten Liga am 8. Spieltag und das wartet mit dem ersten kleinen Derby auf uns, denn wir sind zu Gast am 16. Dezember 2017 in der Benteler Arena und das ist die Spielstätte des SC Paderborn. Am heutigen Samstag um 14 Uhr unter der Leitung von Heiner Schnitti, die Olle Schnitte, die also den Zugschlag für dieses Derby bekommen hat. Für dieses kleine Derby, muss man sagen. Denn die Rivalität zwischen Paderborn und Münster ist, behaupte ich jetzt mal, nicht so groß wie zum Beispiel die Rivalität zwischen Münster und Osnabrück oder Bielefeld. Ich glaube, das sind so die drei Vereine, die sich überhaupt nicht mögen, oder? Preußen Münster, der VfL Osnabrück, gegen die wir übrigens in 2 Wochen spielen, und Arminia Bielefeld. Das wird auch häufig als das Derby-Dreieck, also das Bermuda-Dreieck des Fußball bezeichnet. Paderborn ist da so ein bisschen außerhalb, aber trotzdem bleibt es ein Derby und das wollen wir natürlich heute erfolgreich gestalten. Und dazu ist ein Verletzter in unsere Mannschaft zurückgekehrt. Adriano Grimaldi, der sich am ersten Spieltag die Schulter ausgekugelt hat, heute das erste Mal wieder im Kader und der Kapitän steht direkt in der Startelf. Und viele haben sich gefragt, geht das überhaupt? Grimaldi und Waschewski? Viele sagten ja, entweder Grimaldi oder Waschewski. Fridolin Feige sagt, nö, beide spielen. Und zwar spielt Waschewski heute in einer neuen Rolle als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler, also praktisch auf der Position, die Kubilanski die letzten Wochen bekleidet hat. Kubilanski hingegen wiederum wechselt dadurch auf den linken Flügel. Also eine kleine taktische Umstellung gibt es also durch die Wiederkehr des Kapitäns Adriano Grimaldi. Er natürlich ganz vorne im Sturmzentrum, Waschewski dahinter, Kubilanski links. Ansonsten keine so großen Überraschungen. Hoffmann kommt neu rein für, na, wie heißt er denn? Tobias, mir ist der Name gerade entfallen, what the fuck. Rühle natürlich, irgendwas mit R war mir klar, aber mir ist der Name Rühle gerade entfallen. Es geht schon wieder gut los. Meine Sprachfehler sind heute in der Ansprache auch schon häufiger als zuletzt. Egal, ich sollte mich nicht darum kümmern, was ich labere, sondern aufs Spiel konzentrieren. Aber die letzte Umstellung personell gebe ich euch trotzdem noch mit. Kittner kommt in die Innenverteidigung rein anstelle von Sebastian May, der auch im letzten Spiel beim 1:0-Sieg, beim Last-Minute-1:0-Sieg gegen den FSV Zwickau manchmal wiederum nicht so gut ausgesehen hat. Deswegen bekommt der erfahrene Kittner heute mal den Vorzug. Das sind die Parallelspiele des 8. Spieltages. Am Vorabend waren schon ein paar Mannschaften im Einsatz. Unter anderem haben Wien Wiesbaden und Groß Asbach gewonnen und dadurch sind wir vorerst auf Platz 5 zurückgefallen. Der Druck wird also größer, vorne wie hinten, denn dann, man darf nicht vergessen, der SC Paderborn, zwar einige Plätze hinter uns tabellarisch, aber nur 3 Punkte weg. Man stellt sich also vor, Paderborn gewinnt heute, dann sind sie auf einmal punktgleich mit uns und wir fallen wiederum ins Mittelfeld zurück. Das wollen wir mit aller Macht verhindern. Bei heiterem Wetter, bei bestimmt heiterer und fairer Stimmung, denn darauf kommt es an, auch im Derby. Es soll hart zugehen, es soll aber auch fair zugehen. Das soll das Motto dieses Spiels sein. Zweite Liga sind wir noch nicht, da wollen wir irgendwann hin. Noch ist es die dritte Liga, die mit einem schönen Derby auf uns wartet. Paderborn gegen Preußen Münster. Hier sind wir also in der Benteler Arena in Paderborn. Was soll man zu diesem Verein sagen? 2014 sind die Paderborner ja noch aufgestiegen. Hier die aktuelle Tabelle. Wie gesagt, 3 Punkte trennt die beiden Vereine. 2014 noch in die erste Liga aufgestiegen, aber dann folgte der Riesenabsturz. Ein Jahr später in die zweite Liga, ein Jahr später in die dritte Liga. Manager ist Steffen Baumgart, das wusste ich gar nicht.
Wir gucken mal auf die Startaufstellung. Zingerle im Tor, Bertels, Schonlau, Strodig, Vucinovic, Wimmer, Krause, Michel, Zulinski und Doppelspitze mit Srbeni und Marlon Ritter, Leihgabe von Fortuna Düsseldorf. Steffen Baumgart, bin ich deswegen. Steffen Baumgart war damals für mich privat der erste Spieler, der mir ein Autogramm gegeben hat. Denn damals wurde, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so, 12 Jahre, 15 Jahre, irgendwie so um den Dreh, da war der VfL Wolfsburg damals zu Gast bei der Stadioneröffnung des SV Wilhelmshaven. Und da hatte Baumgart damals noch bei den Wölfen gespielt. Das war ein ganz anderes Zeitalter. Und wenn ich so daran zurückdenke, Mann, ist die Zeit vergangen. Auf jeden Fall war er dann nach dem Spiel der erste Spieler in meinem Leben. Da war ich noch ein ganz junger Bub, der mir tatsächlich eine Unterschrift gegeben hat auf meinen SVW-Trikot. Schöne Zeiten, aber das ist die Vergangenheit. Jetzt seht ihr die Gegenwart, Mannschaftskreis und die neue Nummer 1, kann man vielleicht sagen. Nils Körber gibt hier noch ein paar Anweisungen. Hat sich jetzt erstmal durchgesetzt gegen Schurze Niehus im Kampf im Tor. So, mal gucken. Das ist Heiner Schnitti in seiner vollen Pracht. Und dann sind hier alle bereit. Die Mannschaften, die Fans und vor allem er, der Kapitän, der Rückkehrer, Adriano Grimaldi. Was ich gerade sehe, die Trikots sind nicht so optimal gewählt. Paderborn ganz in schwarz. Wir spielen mit schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen. Ich hoffe, die Trikots machen den Unterschied dann am Ende dann doch aus. Ja doch, das sollte hoffentlich irgendwie gehen. Münster, also in den grünen Trikots, von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Mal gucken, wie wir reinkommen. Paderborn nicht zu unterschätzen. Waren bis zum letzten Spieltag noch ungeschlagen in der Liga, aber verloren dann in Würzburg mit 1:2. Also mit einer Niederlage in der Vorwoche kommen sie hier ins Derby, während wir durch den Last-Minute-Treffer von Kubidanski gegen Zwickau 1:0 gewonnen haben. Und wir kommen erneut über Kubidanski. Zurückgelegt, Al-Hazabe mit einer guten Hereingabe. Bertels kann erstmal klären. Und Kammerbauer lässt den Ball ins Austrudeln zum Einwurf für seine Adler. Hoffmann heute den Vorzug also vor Rühle bekommen. Rinderknecht, Kammerbauer. Das ist Rizzi mit der Hacke zu Grimaldi. Und der mit einer super Flanke und das Tor! Es ist sehr ruhig im Stadion, denn die Gäste haben getroffen. Grimaldi leitet es ein, Kubidanski kommt nicht dran, aber die super Rettungsaktion von Vucinovic müsste es gewesen sein, landet direkt vor den Füßen von Michele Rizzi und der schiebt ein, ganz lockerlässig, zur frühen Führung für sein Team Fridolin Feige und das erste Saisontor in der Liga für Michele Rizzi, der Deutsch-Italiener. Vor einigen Wochen hat er seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Ganz wichtiger Mann. Siebte Minute, Saisontor Nummer 1. Und ganz wichtig, natürlich für das Selbstvertrauen, für den weiteren Spielverlauf, für die Preußen. Und Paderborn scheint davon gleich erstmal verunsichert zu sein. Ballverlust, Matteo Rizzi, links rausgelegt. Al-Hassame, Grimaldi, über die Abwehr drüber gelupft. Al-Hassame, super Flanke, Rühle, beziehungsweise Hoffmann war es, der heute da rechts spielt. Ein Kopf zu klein, schade. Aber Münster drückt weiter. Jetzt aber der Fehlpass des Torschützen. Und Gegenzug über Marlon Ritter und Zulinski. Paderborns Stärke liegt in der Offensive. Wimmer, der Österreicher, Fehlpass. Kammerbauer dazwischen, Gegenzug. Preußen Münster, Grimaldi. 1 gegen 1, Grimaldi wartet, bis Rizzi dann Position läuft, sein Kumpel, der Deutsch-Italiener. Aber Grimaldi sofort zurückgeeilt, zurückgekämpft. War vorhin auch kein Foul an unserem Stürmer. Einfach nur den Ball etwas simpel verloren. Aber Paderborn scheint beeindruckt. Rizzi, kein Foul. Steckt durch zu Hoffmann, der ist schnell. Hoffmann bedient Grimaldi. Aber da bekommt er aus der Lage nicht genügend Druck hinter diesem Kopfball. Hätte Hoffmann es vielleicht selber probieren müssen. Aus dieser Distanz gute Schussposition eigentlich. Aber was ist mit Paderborn los? Münster in jeder Situation bis dato ein Ticken wacher. Hassame.
Rindlerknecht, diesmal Paderbornwacher, aber faul entschieden. Und ich denke, das auch zu Recht. Von hinten in die Hacken getreten von Sredeni müsste es gewesen sein, den Stürmer, der im Real Life ja eine so bombastische Saison spielt. Einer der Topscorer der dritten Liga. Okay, hier machen wir es einfach mal, versuchen es mal mit einem langen Ball. Hasanmeda Linksfuß, der kommt gar nicht so schlecht. Aber da hatte unser Spieler nicht so viel Zeit, den Ball zu kontrollieren. Paderborn kann erstmal klären. Schön gelöst hier. Und Gegenzug Al-Hasameh, wieder der lange Ball. Gute Ballannahme von Kobylanski. Technisch einwandfrei. Die Flanke auch nicht schlecht. Richtung Grimaldi. Ball noch in der gefährlichen Zone. Michele Rizzi. Diesmal wird er abgeblockt. 24. Minute. Gibt die erste Ecke im Spiel. Für die Gäste. Für die Preußen Adler. Hier abgeblockt von Strodik. Den Kapitän der Paderborner. Schon sehr lange in Paderborn beschäftigt. Seit dem Bundesliga-Aufstieg eigentlich. Es gibt sowieso zwei, drei Spieler von Paderborn, die den ganzen Aufstieg in die Bundesliga und auch den Absturz fast in die Viertklassigkeit miterlebt haben. Denn in der letzten Saison ist Paderborn ja sportlich eigentlich abgestiegen. Kopfball Grimaldi. Riesenchance. Zingale holt ihn raus. Neuzugang aus Magdeburg, der Mann im Tor der Paderborner. Ja, in der Vorsaison ja auf Platz 18 geendet. Sportlich abgestiegen eigentlich. Und nur wegen der nicht erhaltenen Lizenz vom TSV 1860 München, die ja zwangsabgestiegen sind, ist Paderborn dadurch überhaupt drittklassig geblieben. Kuriose Geschichte. Und jetzt der nächste Angriff, diesmal über rechts. Hoffmann, kommt er da dran? Er kommt dran. Hoffmann legt zurück. Und auf der Linie Vucinovic. Riesenchance zum 2:0. Pech für die Preußen in dieser Situation. Also ein ganz klares Chancenplus für die Münsteraner. Und der nächste Fehlpass. Also Paderborn hier überhaupt nicht im Spiel. Grimaldi probiert aus der Distanz. Hoffmann geht nicht ran. Aber Waschewski, von ihm heute noch gar nichts zu sehen. Legt zurück. Kammerbauer mit der Hereingabe Richtung Grimaldi. Mit ihm haben wir jetzt auch einen richtigen Mittelstürmer da im Sturmzentrum, den man durchaus mal mit hohen Flanken füttern kann. Waschewski, Grimaldi, Foulspiel, gute Freistoßposition, 35. Minute, also Paderborn. Ich sage es selten, aber der Gegner von uns ist in allen Belangen unterlegen. Der einzige Fehler für uns ist bislang, dass wir nur 1:0 führen und dadurch das Spiel natürlich noch weiterhin offen. Aber jetzt hat der Torschütze eine sehr gute Freistoßposition. Allerdings haben wir wenige Freistoßexperten und ich selbst bin auch kein Freistoßexperte. Aber wir probieren es einfach mal, würde ich sagen, mit Michele Rizzi. Hallo? Ich kann nicht schießen. Hallo? Ich kann mich gerade nicht mal bewegen. So, jetzt hat der Schiedsrichter den Ball freigegeben. Michele Rizzi! Der war doch gar nicht so verkehrt. Pfostentreffer, wieder Pech auf Seiten der Preußen-Münster Adler. Vucinovic. Und wer solche Chancen liegen lässt, der wird häufig ja bestraft. Zurückgelegt von Zolenski. Und Körber mit der ersten Parade kann den Ball sogar festhalten. Erster Abschluss in dieser Partie der Paderborner. Kobylanski. Al-Hasameh ins Zentrum gelegt. Rizzi rechts weiter zu Kammerbauer. Aber Münster hier fußballerisch, kämpferisch, das bis dato klar bessere Team. Hasameh. Kobylanski in seiner neuen Rolle bis dato auch ganz stark. Waschewski, er wiederum nicht unbedingt auffällig. Rinderknecht, viel Platz für Kammerbauer. Ein bisschen zu viel Zeit und zu viel Platz. Nochmal links rausgelegt. Das sieht jetzt aus wie beim Handball hier gerade. Hasanmeh wieder zurück. Kammerbauer. Münster versucht, sich den Gegner hier zurechtzulegen. Jetzt wird der Schiedsrichter sogar getunnelt. Hier funktioniert gerade ziemlich viel. Matteo Rizzi fasst sich wieder ein Herz. War bis zum letzten Spiel, oder bis zu diesem Spiel, ja Kapitän. In Abwesenheit von Grimaldi. Und heute spielt er so richtig auf, wo er die Kapitänsbinde abgelegt hat. Der Mann mit den meisten Abschlüssen. Und er wird jetzt auch die Ecke treten.
Pfiffe vom Publikum. Wir machen hier natürlich kein Zeitspiel oder ähnliches. Das dient natürlich nur zur Verunsicherung unserer Akteure. Die Ecke, die ist gut. Grimaldi kommt nicht ganz hoch zum Kopfball. Und dann der Fehlpass. Aber wieder Münster einen Schritt schneller. Schwers. Und wenn der Pass ein bisschen präziser kommt, haben wir vielleicht nochmal die Abschlussmöglichkeit. 3 Minuten Nachspielzeit müssten eigentlich auch gleich vorbei sein. Vielleicht bekommen wir nochmal die Chance, wenn jetzt sich hier jemand anbieten würde. Ritzi bietet sich an, nochmal die Flanke reinbringen, abgefälscht. Das sollte es gewesen sein, nur mit ein bisschen Glück übersteht Paderborn noch diese Situation. Pause in Paderborn, Münster führt, hoch verdient. Da haben wir kurz die mitgereisten Münsterfans gesehen. Hoch verdient mit 1:0, nur 1:0. Das ist aktuell das Problem. Paderborn dadurch noch auf jeden Fall im Spiel, auch wenn sie im ersten Durchgang nur eine einzige Abschlusssituation hatten. Ritzi mit dem Führungstreffer. Wie er zustande kam, war ein bisschen glücklich, aber die hohe Druckphase wurde belohnt. Grimaldi bereitet es mehr oder weniger vor. Und dann der Abpraller, der vor die Füße von Michele Ritzi fällt. Und so entstand der Führungstreffer. Das sind die Halbzeitstände auf den anderen Plätzen. Meppen führt unter anderem in Jena mit 2:1. Aber das gucken wir uns wie immer nach diesem Spiel hier an. So, konditionell sieht das gut aus. Kubilanski etwas müde. Waschewski heute noch nicht so wirklich im Spiel. Man merkt eigentlich, Waschewski ist eigentlich eher der Vollblutstürmer. Der gehört eigentlich ganz vorne rein. Aber es läuft ja eigentlich so auch ganz gut. Vielleicht ist es noch eine Überlegung wert, Grimaldi bald rauszunehmen, um ihn noch ein bisschen zu schonen. Naja, wir machen erstmal ohne Veränderung weiter. Genauso wie das Team von Steffen Baumgart. Die Paderborner immer noch ganz in Schwarz. Jetzt von rechts nach links. In den zweiten 45 Minuten. Mit Bertels, den dienstältesten Paderborner seit 2011 im Verein. Und Paderborn kommt frisch und wach aus der Kabine. Da ist Münster wohl noch mit den Köpfen eben in der Kabine geblieben. Hassame zu spät dran. Und ich glaube, der hätte gepasst. Gute Parade von Nils Körber. Der ja schon überraschend im letzten Spiel zwischen den Pfosten stand. Dort aber zu Null geblieben ist. Und auch hier erstmal die Null für sein Team hält. Aber Ecke zu Lenski. Gefahr noch nicht vorbei. Erstmal rausgehauen von Ritzi Vucinovic. Grimaldi geht da früh drauf. Der Kapitän kann den Ball nicht gewinnen. Und Assaime lässt sich da wieder vernaschen. Flanke, Schers dazwischen. Kubilanski holt den Kopfball. Ritzi. Also Paderborn klar verstärkt aus der Kabine gekommen. Aber Gegenzug. Hoffmann, der wird nicht attackiert. Und der Mann ist schnell. Das weiß man. Flanke, die kommt gut. Und die Chance. Warum lässt er den Vorteil denn nicht laufen? Die gelbe Karte kann er doch noch im Nachgang für Robin Krause geben. Da waren wir völlig alleine, völlig frei. Natürlich ist das ein Foul. Klar ist das eine gelbe Karte. Aber lieber Herr Schwurbel, du siehst doch, wir stehen völlig frei vom gegnerischen Keeper. Und das war jetzt eine ärgerliche Schiedsrichterentscheidung. Freistoß, nur Freistoß für Münster. Oh, ist das bitter. Aber gut, noch ist die Chance gegeben. Michele Ritzi. Aber so nicht. Schwacher Freistoß. Oh Mann, ist das ärgerlich. Hoffmanns gute Flanke wurde nicht belohnt. Schade, schade. Strodig muss den Ball raushauen gegen Grimaldi. Kittner holt den Kopfball. Waschewski. Kobylanski. Waschewski. Grimaldi bleibt hängen. Zweiter Versuch. Kobylanski. Hassaime sucht Grimaldi, der kommt nicht ganz dran. Ein bisschen zu wenig Ife bei dieser Flanke. Aber jetzt wieder das Bild aus der ersten Hälfte. Paderborn hinten reingedrängt. Münster kommt. Hoffmann. Kammerbauer. Ah, Ball ein bisschen zu weit weggesprungen. So können die Paderborner durch Michel dazwischen gehen. Krause geht. Gerade gelb gesehen. Für ihn kommt Wassef. Neuzugang von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Auch einer mit Münsterer Vergangenheit. Hoffmann. Rinderknecht auf Hassaime. Grimaldi legt ab für Waschewski.
Überfällig. Das 2:0. Pfiffe natürlich vom Paderborner Publikum. Aber den Münsterer Spielern wird es egal sein. Und wieder mal trifft Waschewski. Ist doch egal, wo der spielt, wo der aufgestellt wird. Sein Tor macht er anscheinend immer. Grimaldi, erstes Spiel nach der Verletzung. Und gleich der erste Assist. Legt ab für sein, in Anführungszeichen, Sturmpartner Waschewski. Unter die Latte gehämmert. 2:0. Saisontor Nummer 8. In dieser Saison in der dritten Liga für den 19-jährigen U19-Nationalspieler. Und jetzt ist es auf einmal wieder ganz ruhig hier in der Bentela Arena. Kann Paderborn davon, von diesem Schock sich nochmal erholen und zurückkommen? Ich glaube nicht, denn weiterhin in allen Belangen Preußen Münster hier die überlegene Mannschaft, auch wenn der Pass jetzt gerade sehr, sehr durchsichtig war, viel zu offensichtlich. Paderborn dazwischen, aber es dauert meistens auch bei ihnen ein bisschen zu lange. Er hier noch der auffälligste Akteur, der Mann im rechten Mittelfeld, Zielinski, Ritter, Fehlpass, Kammerbauer dazwischen und Gegenzug, Hoffmann. Und er hat wieder eine ganze Menge Platz, Philipp Hoffmann. Sein Fehlpass allerdings dann, aber Waschewski hält ihn erstmal in den eigenen Reihen. Kammerbauer, guter Ball für Rinderknecht, der schickt rechts. Philipp Hoffmann, der hat Zeit, sich zur Flanke zu stellen. Und was für ein Fehler da! Paderborns Defensive auch völlig konfus. Krieg kriegen den Ball gerade noch so irgendwie geklärt. Neuaufbau Kobylanski. Ball ins Zentrum, Waschewski. Mit dem Außenriss geflankt Richtung Grimaldi. Kommt nicht ganz dran. Aber auch hier wieder. Münster, Bissi da in den Zweikämpfen, auch wenn es diesmal nicht mit dem Ballbesitz geklappt hat. Paderborn immer einen Schritt gedanklich zu langsam in der heutigen Partie. Aber sie kommen nochmal über Ritter. Wieder Marlon Ritter. Gleich Spieler aus Düsseldorf. Rinderknecht. Guter Zweikampf, aber ein bisschen zu viel gegen den Gegner gearbeitet. Freistoß Paderborn. Die nochmal wechseln. Marlon Ritter, der junge Düsseldorfer, geht. Und wird ersetzt durch den erfahrenen Van de Bietzen. Zweitliga fahren. Karlsruhe SC unter anderem. Jetzt Freistoß für Marc-André Kruska. Der lässt liegen für Sven Michel. Sehr gefährlicher Mittelfeldspieler. Bleibt allerdings in der Mauer hängen. Konter vereitelt. Paderborn bleibt jetzt erstmal eine längere Phase im Ballbesitz. Bertels versucht sich jetzt mal über die Außen hier durchzutanken. Gelingt nicht. Waschewski dazwischen. Viertelstunde noch, ein bisschen mehr zu spielen. Auch mal Zeit für uns, die ersten Wechsel zu machen. Und zwar bringen wir heute Moritz Heinrich. Ich würde sagen, anstelle von Kobylanski, der ein gutes Spiel auf der linken Seite gemacht hat. Nicht überragend, aber dann doch ein paar gute Aktionen hatte. Aber man merkte, glaube ich, auf der Position, wo Waschewski heute spielte, fühlt er sich ein bisschen wohler. Und ansonsten bringen wir... Ja, wisst ihr was? Wir bringen Evangelos Pavlidis zu seinem Drittligadebüt, zum Debüt im Trikot des SC Preußen Münster. Er wird den Torschützen des 2:0 Tobias Waschewski ersetzen. Also zwei sehr junge Leute, die bei uns jetzt reinkommen. Kobylanski und Waschewski allerdings auch zwei Spieler, die sehr jung sind, die gehen. 19 und 23 Jahre jung. Für die beiden kommen ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Moritz Heinrich. Und Pavlidis, der Grieche, also mit seinem Debüt im Preußen-Trikot. Münster muss jetzt erstmal diese Offensivaktion überstehen. Pavlidis kommt da nicht an den Kopfball ran. Abgeblockt die Flanke von Hoffmann. Ball aber noch in der gefährlichen Zone. Aber es dauert zu lange bei Paderborn. Kittner dazwischen. Und das war stark von Moritz Heinrich. Erste gute Aktion. Pavlidis, die verstehen sich, Pavlidis und Heinrich, zurück zu Pavlidis. Vielleicht am Ende ein Pass zu viel, aber das sah doch schon mal fußballerisch ganz gut aus. Von den beiden gerade eingewechselten Jungspunden. Und immerhin Ballbesitz, noch knapp 12 Minuten auf der Uhr. Solange wir den Ball haben, kann Paderborn eigentlich nicht treffen. Grimaldi, Rizzi, und das war ganz stark gespielt für Hoffmann. Deckel drauf. Das haben die Preußen ganz, ganz cool
und eisekalt gespielt. Erstes Saisontor für Philipp Hoffmann. Einer der Spieler, dessen Verträge ja auslaufen. Und da Rizzi müsste eigentlich schießen, aber er hält nochmal die Übersicht. Und dann steht Hoffmann da völlig blank. Paderborn hat natürlich aufgemacht, aber so frei darf man da keinen gegnerischen Spieler im eigenen Strafraum an den Ball kommen lassen. Der Torwart kann ein Leid tun. Und die Siegesfaust, die verfrühte Siegesfaust von Fridolin Feige. 3:0, erstes Saisontor für Philipp Hoffmann. Und ich denke, 10 Minuten vor dem Ende können wir vielleicht auch noch den letzten Wechsel tätigen. Jemanden noch ein paar Minuten Spielpraxis geben. Und zwar tun wir das für Menig, würde ich sagen. Anstelle des etwas müden Al-Hassaimi hinten links. Machen wir das so. Letzter Wechsel in dieser Partie. Natürlich erstmal abklatschen mit seinem Ersatzmann Fabian Menig. Gute Leistung, mal wieder vom gesamten Team. Aber auch nochmal gleichzeitig gesagt, Paderborn heute alles andere als richtig konkurrenzfähig. Schwacher Auftritt des ehemaligen Bundesligisten. Münster führt verdient, auch in der Höhe, mit 3:0. Körber mit den Fäusten. Kopfballduell verloren. Gute Grätsche von Rizzi. Der ist heute überall zu finden. Ein Tor, eine Vorlage. Haut sich in die Zweikämpfe. Genau diese Art von Spielertypen liebe ich so sehr. Michele Rizzi. Und dann doch so ein technischer Fehler von Bertels. Also heute kommt alles zusammen beim SC Paderborn. Da läuft einfach nichts. Rinderknecht. Rizzi. Mal mit einem Fehlpass, aber das sei ihm bei dem Spielstand auch verziehen. Hoffmann jetzt mit einer etwas übermotivierten Grätsche. Freistoß, wird wahrscheinlich noch eine gelbe Karte nach sich ziehen, aber erstmal die Flanke! Und da war nochmal die Riesenchance für Paderborn hier zu verkürzen. Und da ist die angekündigte gelbe Karte für Philipp Hoffmann völlig zurecht. Und es gibt sogar Ecke. Da war wohl noch ein Münsterspieler dran. Michel deswegen mit der Ecke, der Linksfuß, scharf reingetreten. Und da kam sie fast nochmal zum Abschluss. Wow, das war ein gefährlicher Kopfball gerade vom letzten Paderborner Feldspieler. Hacke Spitze 1, 2, 3, Wassef. Rinderknecht kommt nicht in den Zweikampf. Paderborn jetzt gerade sogar mit Überzahl, aber jetzt mit dem Fehlpass. Und so der Konter über Rizzi, über Pavlidis, Überzahl, Pavlidis. Was macht Grimaldi denn? Pavlidis muss es selbst machen und haut das Ding an die Latte und dann ist es eine Abseitsposition. Aber was für ein Debüt von Pavlidis, das wäre natürlich ein Traumeinstand gewesen. Aber trotzdem, der Vorwurf an Grimaldi. Warum läuft er denn nicht links oder rechts? Er läuft genau vor die Schussbahn von Pavlidis. Da möchte ich dem jungen Pavlidis, den jungen Griechen, nicht mal einen Vorwurf machen. Das war einfach nur ein saudober Laufweg von unserem Kapitän. Aber einen Angriff haben wir noch mit Moritz Heinrich. In den Rückraum geflankt und da ist Rizzi. 4:0. Und ich glaube, die Paderborner Fans sind schon längst alle in großer Zahl nach Hause gegangen. Und es tut mir leid für die Paderborner Fans, aber dieses Ergebnis geht in der Höhe tatsächlich in Ordnung. 4:0, der zweite Kantersieg, so wie es aussieht, in dieser Saison. Nach dem 5:0 gegen Meppen ist das hier übrigens unser erster Auswärtssieg. Zuvor haben wir in Erfurt 1:1 zum Auftakt gespielt. Danach gab es zwei Niederlagen in Würzburg 0:3 und in Rostock 0:1. Und heute also der erste Sieg auswärts und das ausgerechnet im kleinen Derby. In Paderborn. Doppelpack übrigens von Michele Rizzi. Und dann darf der Schiedsrichter abpfeifen. Ein riesiges Pfeifkonzert. Nicht von denen hier, von den Männern in Grün. Die freuen sich natürlich alle. Genauso wie der Torhüter Kerber. Eine geschlossene Mannschaftsleistung zum überragenden Erfolg hier. 4:0. Michele Rizzi mit dem Doppelpack. Und eine erfolgreiche Grimaldi-Rückkehr. Auch wenn er selbst nicht getroffen hat, hat immerhin das 1:0 eingeleitet und das 2:0 von Waschewski auch vorbereitet.
mannschaftsdienlich, so kann man es wohl bezeichnen. Und wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, uns die ganzen Highlights, die ganzen Tore hier nochmal anzugucken. Das war das 1:0 von Rizzi, aber das sollte, ich denke, für heute genügen. Da hatten wir noch den Lattenschuss von Evangelos Pavlidis. Wäre natürlich ein Traumeinstand gewesen, wäre der Ball reingegangen. Aber in der Situation war Grimaldi echt ein bisschen geistlich abwesend. So ist die richtige Formulierung. Ich bin auch schon ein bisschen abwesend. Wir gucken kurz auf die Noten. 9,6 für Michele Rizzi zum Man of the Match gewählt. Ein Tor vorbereitet, zwei gemacht, eins vorgelegt, so herum. Keine große Überraschung. Zudem auch noch Grimaldi mit einer Vorlage beim Comeback des Kapitäns. Hoffmann zum ersten Mal getroffen, Rizzi gleich doppelt getroffen und natürlich auch Waschewski mal wieder erfolgreich. Mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, 14:5 Schüsse. Der Sieg geht in Ordnung. Behaupte ich einfach mal. Also, wir sind für das Topspiel am nächsten Spieltag gegen den VfR Aalen, denke ich, sehr gut gewappnet. Haben uns viel, viel Selbstvertrauen geholt. Und deswegen, auch deswegen dürfen wir mal wieder trainieren. Ich denke, das belassen wir einfach mal alles dabei. Für Heinrich vielleicht jemand anderen mal. Pavlidis. Nach seinem Drittliga-Debüt darf er ein bisschen trainieren. Und zwar auch Dribbling-Ballbesitz. Und einmal wie immer, bitte durch simulieren. Note Arbeit Kobylanski, sehr schön. Steht kurz vorm Stärke-Update. Apropos Stärke-Update, Cueto jetzt auf eine 61 gestiegen. Waschewski zweimal mit der Note C, das ist in Ordnung. Pavlidis nur Note D. Zweite Trainingseinheit, wieder nur die Note D. Karlsruhe SC besiegt, die Ergebnisse schauen wir uns gleich an. Wir gehen nochmal eben einen Tag weiter. Dann ist der 8. Spieltag nämlich komplett durchsimuliert. Und die Ergebnisse... Nochmal ganz kurz im Überblick, ich werde jetzt mal nicht alle vorlesen. Aalen hat aber verloren, unser nächster Gegner. Die haben sogar am Montag erst gespielt, haben also weniger Verschnaufpause als wir gehabt. 1:2 gegen Würzburg verloren. Münsters klarer Sieg in Paderborn, Osnabrück gewinnt gegen Erfurt. Lotte gewinnt in Karlsruhe, etwas überraschend. Zwickau bezwingt Magdeburg. Ansonsten Groß-Asbach und Wien-Wiesbaden haben schon am Freitag zuvor gewonnen. Und wir gucken mal auf die Tabelle und wir sehen, Preußen-Münster, liebe Freunde, verbessert sich auf Position 2. Ein Pünktchen hinter Hansa Rostock, punktgleich mit Wien-Wiesbaden und den FSV Zwickau. Aber auch Groß-Asbach und VfR Aalen noch ganz knapp dahinter, genauso wie Würzburg, Osnabrück und Halle. Was ist denn mit Halle los? Ich glaube, Halle ist mit 4 Niederlagen gestartet und dann auf einmal 4 Siege in Folge. Verbessern sich auf Platz 9, auch ein krasser Wandel. Aber es geht nach wie vor sowas von unfassbar eng zu. 8 Spiele, 16 Punkte, 2 Punkte im Schnitt, das ist sehr, sehr gut. Wenn wir den Schnitt halten, dann bin ich zuversichtlich, dass wir am Ende unter den ersten 3 stehen können. Aber es ist noch ein langer, langer Weg. 16 Tore, wir haben die beste Offensive der Liga. Und mit 6 Gegentoren stehen wir auch ganz gut da. Gemeinsam mit dem VfR Aalen auch die beste Defensive der Liga. Also treffen im nächsten Spiel die beiden besten Defensivreihen aufeinander. Ich bin sehr gespannt. Gegen den VfR Aalen also. Wir sehen's, Topspiel. Oh, wir wurden vom FSV Zwickau überholt. Rostock hat auch schon am Vortag gespielt. Aber egal, was ich sagen wollte, Aalen könnte uns mit einem Sieg ihrerseits überholen. Aber wenn wir wiederum gewinnen, zu Hause, wir spielen zu Hause, dann müssen wir die 3 Punkte einfahren, dann können wir den VfR Aalen erstmal auf Abstand halten. Und vor allem können wir Tabellenführer werden, liebe Freunde. Warum sinkt unsere Beliebtheit? Sportlich läuft es doch aktuell sehr, sehr gut. Vor allem, wenn wir im nächsten Spiel auch noch punkten sollten gegen VfR Aalen. Selbst mit einem Unentschieden wäre ich eigentlich schon zufrieden. Aber wenn wir zu Hause spielen, vor den heimischen Fans, wollen wir natürlich mehr als ein Unentschieden. Aber ob uns mehr zusteht, das erfahren wir natürlich dann erst beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 18, der Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Dann das Topspiel zwischen Münster und den VfR Aalen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.